herzlich willkommen bei meinen Wohnmobil-Stellplatz-Tipps. Diesmal waren wir auf Fehmarn am Wulfener Hals und hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Das ist ein Campingplatz, der zwei Wohnmobil-Stellplätze hat. Das hier ist jetzt der erste. Der ist so ungefähr 200-300 Meter bevor der Campingplatz anfängt. Das hier rechts ist ein Tagesplatz, da kann man nur tagsüber stehen. Und dann gibt es noch einen zweiten, der ist etwas weiter vorne. Da gibt es aber dann halt auch eine Surfschule. Hier vorne links ist die Fähr- und Entsorgung. Der ist etwas kleiner, der Platz. Und hier hinten rechts sieht man dann auch die Surfschule. Ja, wir haben jetzt nicht so einen guten Platz bekommen und wir hatten die Axi-Card und deswegen haben wir uns auf dem Campingplatz eingebucht. Und das ist jetzt hier die Einfahrt zu dem Campingplatz. Da ist jetzt hier die Rezeption, da meldet man sich an und das ist also fast schon, als wenn man in einem Hotel sich anmeldet. Das ist Wahnsinn. Ein richtig großes Gelände und das hier wäre jetzt wieder die Ausfahrt. Ja, wir hatten, wie gesagt, den Campingplatz, das war jetzt unser Stellplatz und hier hat man jetzt so einen kleinen Überblick, also es ist wirklich richtig groß, man kann da schon schön spazieren gehen und der Eingang zum Sanitärgebäude sieht so aus, das sind direkt die Spülgelegenheiten und rechts und links davon befinden sich dann die WCs und die Waschräume. Also hier zum Beispiel sieht man jetzt die Waschgelegenheiten. Kann man sich in Waschkabinen einschließen und hier gibt es dann Duschen. Ja, das klappt alles wunderbar. Es gibt sogar einen beheizten Pool. Also es ist auch richtig super. Auch bei etwas kühlerem Wetter kann man da schwimmen gehen und einen Whirlpool. Richtig toll. Ja, und der Campingplatz, der liegt jetzt direkt an dem Burger Binnensee. Und hier sieht man erstmal so einen kleinen Überblick. Hier gibt es dann einen kleinen Spielplatz, richtig schön gemacht. Also das ist wirklich ein paar Schritte vom Campingplatz, dann ist man da. Und man hat dann einen Überblick über den Südstrand und über Burg Starken, den Hafen. Ja, einmal so in die Runde. Und links liegt dann wieder der Campingplatz. Hier nochmal aus einer anderen Perspektive. Da sieht man jetzt hinten links auch wieder den Südstrand. Und da ist dann die Surfschule, da kann man sich dann auch die Surfer anschauen, das ist richtig schön. Und hier, das ist jetzt der Radweg, der führt über einen Deich nach Burg Starken zu dem Hafen. Das ist auch nicht weit, das sind so 3-3,5 Kilometer, also richtig toll. Ich bin total begeistert. Ja, da gibt es auch ein U-Boot, das ist als Museum umgebaut, das kann man sich anschauen. Und dann kann man weiterfahren mit dem Fahrrad. Hier an dem Burger Binnensee entlang bis zum Südstrand. Ja, und wenn man dann so ein tolles Wetter hat, wie wir jetzt hatten, ist das richtig schön. Und hier sieht man das ganz klare Wasser. Ein Strandspaziergang. Richtig, richtig toll. Ja, und auf der anderen Seite der Insel, da kann man mit dem Fahrrad auch hinfahren. Das sind ungefähr 11 Kilometer, ist dann Puttgarden. Und da befindet sich der größte Border Shop und den muss man einfach mal gesehen haben. Wer das nicht gesehen hat, der glaubt es nicht. Eine riesige Etage, nur Bier. Eine andere Etage, nur Alkohol. Also außer Bier. Wahnsinn. Muss man sich echt mal angucken. Jo, wieder zurück zum Campingplatz oder zum Stellplatz. Das ist ja alles eins. Kann ich nur empfehlen, vielleicht seid ihr ja mal auf Fehmarn, dann schaut da vorbei. Und ja, dann wünsche ich euch gute Fahrt. Bis zum nächsten Video. Tschüss.